Nicht mehr die, wie wir sie heute kennen. Eigentlich findet oberhalb der Erde überhaupt kein Leben mehr statt, weil es schlichtweg zu heiß geworden ist. Die Menschen entscheiden sich dann irgendwann, ein Human Rescue Brick, kurz ein Hub, zu bauen. Die Sonne rückt immer näher und deswegen haben sich die Menschen unter die Erde verzogen. Die Hauptprotagonistin ist eben die Nova. Nova lebt unter der Erde. Für sie ist es etwas völlig Normales. Es gibt zwar immer wieder Menschen, die den Hub irgendwie verlassen für einen Außeneinsatz. Keiner weiß so recht, was mit den Menschen da draußen passiert, denn sie kehren nie wieder zurück. Die Nova lebt da so in ihrer Welt und tut und macht, ne, was halt so von ihr erwartet wird. Genauso wie all die anderen 5000 letzten Überlebenden der ganzen Menschheit. Das Abenteuer beginnt an einem Tag, an dem sie und ihre Freunde etwas erfahren, das ihre Welt, wie sie bisher kannten, als Lüge darstellt. Die Obrigkeit bekommt das mit und Nova und ihre Freunde müssen um ihr Leben fürchten. Und sie begibt sich dann eben mit ihren Freunden auf eine Art, Abenteuer, sage ich mal. Die strotzen so ein bisschen dem System, wollen nicht mehr länger daran glauben, dass sie die einzigen Überlebenden sind und haben das Ziel, an die Erdoberfläche zu gelangen. Ich würde euch am liebsten, aber ich will jetzt wirklich nicht weiter spoilern. Herz legen. Ich hoffe, dass ihr es lesen werdet, weil es ist so eine tolle Dystopie und gehört mittlerweile zu meinen Lieblingsbüchern. Ich war ja schon vom ersten Teil einfach nur mega begeistert. Es war so ein fantastisches Buch. War wirklich total begeistert. Ich habe es zwischendrin, ich glaube so um kurz vor 12 schon mal weggelegt. Na ja, das liest du morgen. Und dann ging mir die ganze Geschichte ständig durch den Kopf. Dann denke ich mir immer so, kann man diese Autoren auf ein Level schicken? Oder zum Beispiel Veronica Roth. Ich vergleiche das dann immer und denke mir so, kann das so gut werden? Also eine deutsche Autorin, kann sie so eine gute Dystopie schreiben wie ein amerikanischer Autor? Asche über mein Haupt, ich hätte das nicht tun sollen. Mein Vergleich war vollkommen Schwachsinn. Also es ist genial. Ich habe da gesessen, also mir ist oft das Herz fast stehen geblieben, wo ich mir nur gedacht habe, dass kann einfach nicht wahr sein. Ich war wirklich da gesessen und gedacht, nein. Ich kann euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Genial, wirklich. Es ist toll, es ist spannend, es ist eine ganze neue Welt wird hier erschaffen. Das Buch hat mir richtig gut gefallen. 396 Seiten Spannung. Genial, mitreißen. Wunderbar, ich bin wirklich nur so durch die Seiten geflogen. Es war so unglaublich spannend. Für mich ist es ein 5-Sterne-Buch. 320, 330 Seiten. In einem Rutsch gelesen, das spricht für sich.